Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ja, ich bin ja nicht nur einfach der Wohnprinz, der einfach nur Wohnprinz heißt, sondern ihr habt euch gewünscht, mal wieder ein bisschen mehr Deko-Tipps zu bekommen, beziehungsweise Einrichtungstipps. Du musst gar nichts selber machen, Basti, aber verrate uns doch mal bitte die Tricks, mit denen du arbeitest, um einem Zimmer frischen Wind zu geben. Und genau das möchte ich heute tun. Ihr seht mein Sofa, das ist leer. Hier an der Seite leer. Und ich möchte einfach so ein paar Tipps geben, die ihr für euch zu Hause anwenden könnt, um euer Zuhause zu verschönern. Ihr könnt einzelne Tipps nehmen, ihr könnt die Tipps kombinieren oder eben euren Favoriten auswählen und sagen, hey, das ist genau der Tipp, den ich heute brauchte, Basti. Vielen lieben Dank. Wenn das so ist, dann musst du bitte, bitte, bitte diesen Video einen Daumen nach oben geben oder es teilen oder einen Kommentar hinterlassen. Supporte dieses Video gerne. Ich bedanke mich übrigens bei Job, die dieses Video sponsern. Vielen, vielen lieben Dank, Job. Die Produkte, die ich also verwende, sind von Job. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, dass ich mit Job zusammenarbeiten darf. Das ist für mich eine Ehre, weil ich finde die Produkte einfach schön. Fangen wir an damit, wie können wir ein Sofa verschönern? Beziehungsweise, welche ist die einfachste Möglichkeit, um zu Hause frischen Wind reinzubringen? Textilien. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Arbeitet mit Textilien. Das heißt, mit Sofakissen, einer schönen Decke, könnt ihr dem Raum sofort einen neuen Look verpassen. Wenn ihr wie ich Ton in Ton arbeitet, sorgt einfach dafür, dass die Materialien verschieden sind, dass die Strukturen andere sind, denn so habt ihr den Ton in Ton Look auf gar keinen Fall in langweilig, sondern immer noch aufgrund der verschiedenen Strukturen sehr interessant. Ich habe mich hier für eine schöne Decke und Kissen entschieden und bleibt dran, denn am Ende des Videos gibt es eine Überraschung für euch. Ja, also ihr seht, mit Textilien könnt ihr auf jeden Fall schon mal einen neuen Hingucker bringen. Wenn ihr dann dazu zum Beispiel noch einen Teppich auswählt oder neue Vorhänge, könnt ihr einfach ganz, ganz schnell Veränderungen schaffen dank Textilien. Mein nächster Tipp, arbeitet mit kleinen Möbeln. Ihr müsst nicht immer sofort riesengroße neue Möbel kaufen. Manchmal reicht, wie bei mir hier, so ein kleiner Beistelltisch als Coffee Table. Und wie ich so einen Coffee Table, so einen Beistelltisch dekoriere, damit es interessanter aussieht, das möchte ich euch jetzt verraten. Ich arbeite super gerne mit verschiedenen Höhen. Heißt, macht nicht alles in der gleichen Höhe. Sorgt dafür, dass verschiedene Höhen da sind. Lasst euch einfach mal von Skylines inspirieren. Da ist auch nicht jedes Hochhaus gleich und es sieht am Ende eben doch sehr interessant aus. Dazu könnt ihr zum Beispiel mit Boxen arbeiten, mit Dekorationsartikeln, die ihr sowieso schon habt, mit Vasen oder aber mit Bilderrahmen. Das wäre nämlich der nächste Tipp. Mit neuen Bildern könnt ihr ebenfalls einen komplett anderen Look schaffen. Und was meiner Meinung nach auf gar keinen Fall fehlen darf, sind Blumen. Blumen und Kerzen. Ich habe mich hier für langstielige, schöne Lilien entschieden, die noch zu sind, wo die Knospen schon richtig zeigen, welche tolle Farbe uns erwartet, wenn sie aufgehen. Also ich finde, mit Blumen kann man auch immer wieder einen neuen Look machen, zumal man da nicht gebunden ist an irgendeine Blume, sondern man kann einfach die Lieblingsblume auswählen oder eben eine Blume, die gerade zur Jahreszeit passt. Und, na klar, Kerzen. Ihr könnt mit Kerzen arbeiten. Das ist, wie ihr das möchtet. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Was auf meinen Beistelltischen auf gar keinen Fall fehlen darf, sind Coffee Table Books. Wie der Name schon sagt, Coffee Table Books. Mit Bildbänden, dieser hier zum Beispiel, also alte Bilder aus Hollywood, die man so eher weniger sehen würde. Dafür habe ich mich entschieden. Ihr seht, man kann mit einfachen Tricks und Tipps wirklich schön einrichten. Meine größte goldene Regel allerdings ist immer in ungeraden Zahlen dekorieren. Wenn ihr euch nicht sicher seid, boah, wie viele Sachen nehme ich? Immer eine ungerade Zahl. Wir haben die Dekoration, Vase, Bilderrahmen, 3. Wir haben Buch, Kerze, Kristall und kleines Accessoire, 7. Also wieder eine ungerade Zahl. Das ist nämlich fürs Auge wesentlich angenehmer. Es sei denn, ihr möchtet einen sehr luxuriösen, klaren Style, dann achtet immer auf Symmetrie. Da darf es dann auch mal ruhig eine gerade Zahl sein.
Ansonsten immer ungerade Zahlen. Mir gefällt das super. Und ich habe jetzt noch eine Überraschung für euch. Unter allen Kommentatoren, also jeder, der kommentiert, hat die Möglichkeit, per Zufallsprinzip dann ausgelost zu werden für drei schöne Dinge. Und zwar sind das einmal die tolle Decke, ein Samtkissen und ein Strukturkissen von Joop. Das Ganze läuft eine Woche, das heißt, unten in der Infobox findest du nochmal die Teilnahmebedingungen. Dort wird auch der Gewinner bekannt gegeben. Ganz, ganz wichtig, durchlesen. Ansonsten freue ich mich jetzt auf eure Kommentare und ich hoffe, dass euch diese Videos gefallen, wo es um Inspiration, Einrichtungs- und Dekorationstipps geht, die ihr für euch zu Hause einfach umwandeln könnt, um euer Zuhause zu verschönern. Vielen lieben Dank an Joop für die tolle Zusammenarbeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit zwei weiteren Videos von mir. Wir sehen uns am Montag wieder. Euer Wohnprinz Bastian. Ciao!